Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Pick-a-Pie von mir. Immer noch in der Birthday Week, immer noch in dieser Geburtstagsstimmung, in der wir hier sind. Wir gehen geradezu auf ja, meinen Geburtstag am Samstag. Ich wollte jetzt schon mal sagen, Happy Birthday an alle, die jetzt diese Woche auch Geburtstag haben. Ich habe ja gemerkt, dass einige gesagt haben, hey, ich bin auch ein Aprilkind oder ich habe auch jetzt Ende März Geburtstag. Alles, alles Gute von mir an euch. Ich hoffe, ihr habt einen super schönen Geburtstag, eine super schöne Zeit. Feiert euch. Und alle, die nicht Geburtstag haben, wir feiern euer Nicht-Geburtstag. Jeder, der Alice im Wunderland kennt, kennt doch diese Partie, wo sie alle am Tisch sitzen, die Hasen und Mäuse und was auch immer, und sagen, wir feiern unser Nicht-Geburtstag. Und das gilt genauso auch für euch, weil man muss ja nicht immer nur feiern, wenn man Geburtstag hat, aber warum nicht das als Anlass nehmen? So, jetzt komme ich aber mal zum Thema des Videos, und zwar geht es darum, gute Dinge, die du noch nicht über dich weißt. Man weiß ja immer oft, was man für ja, Schwächen hat oder was nicht so gut läuft, aber das Gute wird einem ja doch nicht immer so oft gesagt, und das Universum möchte dir das mitteilen. Du hast die Wahl diesmal zwischen vier verschiedenen Piles oder auch Umschlägen. Also hier sind trotzdem Karten drunter, falls du das siehst. Also es gibt nicht nur die Umschläge gibt es zum Schluss. Da wird reingeguckt, wir schauen uns an, was da drin ist. Wie gesagt, du hast jetzt die Wahl zwischen vier verschiedenen Piles oder vier verschiedenen Umschlägen. Das ist der Umschlag Nummer 1. Der ist grün mit einem rosa Siegel. Dann haben wir Pile Nummer 2. Das ist so ein, ja, Aqua, Blau oder eigentlich eher so in Richtung Türkis, dunkel Türkisblau mit Lila. Ein Pi Nummer 3, habe ich jetzt Pi 2 gesagt? 1, 2, 3, 4. So sieht's aus, genau. Das ist rosa die 3, lila die 4. Du kannst dich zu mehreren hingezogen fühlen, du kannst dich aber auch nur zu einem hingezogen fühlen. Es kann auch sein, das spricht dich gar keiner an. Manche machen es ja so und hören sich alle an und gucken dann, was am besten gestimmt hat, weil sie sich manchmal nicht entscheiden können. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich sage ja immer, in jedem Pile steckt irgendwo immer irgendwas für einen drin. Also nicht in jedem, aber in manchen. Und nicht immer muss immer alles treffen, aber manchmal passt sehr vieles. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt die Auswahlmeditation, dass ihr an euch reinführen könnt, welcher Pile euch am ehesten anspringt, was am besten passt, und packe dann die Piles, also die Links zu den Piles, in die Infobox, sodass du die direkt anklicken kannst, und wir sehen uns dann gleich ja, im entsprechenden Video, und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Auswählen.
Hallo, Peil Nummer 1. Und falls ihr seht, Mimi ist während der Auswahlmeditation dazugestoßen. Ja, genau. machst du es dir bequem? Drehst du dich? Ja, du drehst dich. Genau. Sie braucht noch die richtige Position hier auf dem Schlafkissen. Ja, ihr seid Peil Nummer 1. Ich habe den Umschlag. Ich packe den für euch erstmal zur Seite. Wir gucken da nachher rein. Wir schauen jetzt erstmal, was denn hier für euch reinkommt. Was ihr denn Schönes vom Universum hören sollt. Okay, also zum einen, was ich als allererstes höre, ihr seid super inspirierte Menschen. Also das heißt, ihr ahnt Dinge, ihr seht Dinge, ihr fühlt Dinge. Da fließt einiges durch euch durch. Ihr seid auch hergekommen, um Erneuerung in dieses Leben zu bringen, egal in welcher Form, ob das durch gesprochene Wort ist oder durch eure Tätigkeiten, die Art und Weise, wie ihr euren Beruf macht. Ich sehe auch, dass einige fähig sind, so in der Pflege zu arbeiten, im Heilwesen zu arbeiten, wo es darum geht, anderen Menschen Heilung bringen zu wollen oder sie bei ihrer Heilung zu unterstützen. Ja, das kann im medizinischen Bereich sein, das kann im Naturheilkunde-Bereich sein, das kann erzieherisch sein, das kann aber eben auch im, ne, in beratenden Funktionen, aber eben auch alles, was mit Organisation und auch manchmal sogar mit Verwaltung zu tun hat. Ja, man denkt immer, ah, das sind so Berufe, die so trocken und nüchtern sind. Wenn da aber die richtige Seele drin sitzt mit dem richtigen Geist, dann kann alles im Grunde genommen irgendwo fruchtreich oder fruchtbar, fruchtbar sein. Und das ist das, was ihr seid. Ihr seid Heiler, ihr seid Menschen, die andere Menschen inspirieren. Ihr seid wundervoll erleuchtete Wesen, die sehr viel Licht und Liebe in dieses Leben bringen und die auch anderen Menschen schon sehr geholfen haben, fruchtreich zu sein und ertragreich zu sein. Und ihr bringt auf jeden Fall frischen Wind rein. Und natürlich kann es sein, dass ihr manchmal kritisch seid und dass ihr rumnörgelt, aber das ist eigentlich nur zum Besten für die anderen. Das sehen sie nicht immer. Ihr seid höchst inspiriert, also das heißt, das kommt von oben, ihr werdet da angeleitet, ihr werdet geführt und ihr versteht manchmal nicht, warum der Widerstand vielleicht in eurem Leben das ein oder andere Mal ziemlich heftig sein kann. Aber ihr sollt verstehen lernen, dass ihr Wesen seid, die, sagen wir mal, zart beseiteter sind als andere. Das ist jetzt nicht als Kritik, sondern eigentlich was Schönes. Das heißt, alles, was ihr wahrnehmt, fühlt sich halt doppelt und dreifach so schlimm an, wie was jemand anderes vielleicht hören würde. Und ihr sollt verstehen lernen, dass das eben zum einen eine Gabe ist, ja, Dinge zu empfinden, aber gleichzeitig eben in gewisser Weise ein Fluch, weil du immer da mit rechnen musst, dass du stärker empfindest. Und deswegen musst du mehr Rücksicht auf dich nehmen und mehr die Dinge, ja, ernster nehmen, wenn es dir nicht so gut geht, auch wenn es dir körperlich nicht so gut geht, wenn es dir geistig nicht gut geht, das ernster nehmen, mehr auf dich aufpassen, nicht immer alles runterspielen und sagen, ach na ja, weil du dazu neigst, manchmal zu viel von dir zu verlangen und dich zu überfordern, selbst in Situationen, wo du eigentlich mehr Ruhe und Rückzug bräuchtest. Dann schauen wir mal. Du bist jemand, der sein Handwerk beherrscht. Auch jedes neue Handwerk, was du erlernst, wofür du dich interessierst, das fliegt dir eigentlich relativ schnell zu. Und das ist etwas, was dir auch unheimlich gut tut und auch gut liegt. Das heißt, du bist doch jemand, ob das jetzt wirklich das Handwerk ist, also dass du handwerklich Dinge tust oder ob du einfach nur gerne Dinge machst. Ja, es kann auch sein, dass du gerne bastelst, für dich gestaltest, dekorierst, rumwerkelst, reparierst, selber ausprobierst, selber tüftelst. Das sind alles Sachen, die liegen dir ungeheim. Unheimlich, weil du auch sehr detailgetreu und so detailversessen bist. Du musst ein bisschen aufpassen, dass der Perfektionismus nicht durchkommt. Aber ansonsten bist du jemand, der unheimlich gute, auch neue Ideen hat. Ja, also du bist so jemand, hör da drauf, wenn da die Ideen durch dich durchkommen. Du bist jemand, der kann eigentlich relativ gut loslassen. Das Leben hat manchmal von dir verlangt, dass du es nicht darfst. Wenn du es dann zulässt, kannst du loslassen. Sogar sehr gut. Bei dir muss manchmal wie ein Schalter umgelegt werden, dass du loslässt. Und manchmal erlaubst du dir das halt nicht. Ja. Das Thema Macht ist bei dir vielleicht manchmal ein Problem, dass du nicht unbedingt Macht haben möchtest, weil du mitgekriegt hast, was Menschen mit Macht machen. Ja, dass sie da manchmal Dinge, Menschen übergehen, Grenzen übergehen und deswegen ist dieses Wort für dich nicht unbedingt dein Lieblingswort, aber du sollst lernen, in diesem Leben deine Macht für dich zu haben und dir anzueignen und dir nicht wegnehmen zu lassen, weil das dazu neigst du manchmal, dass Menschen dir die Macht aus der Hand nehmen wollen und du dann aus Nächstenliebe und aus ja, weil du so bist, wie du bist, eben das manchmal zulässt und dann dich im Nachhinein aber wunderst, warum es dir nicht so gut geht. Deswegen, das wird nicht mehr so lange sein, dass du das tust. Du bist da schon auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg und du wirst, habe ich das Gefühl, oh, ja, okay, durch eine Nachricht werden da wahrscheinlich Sachen kommen. Also es kann eine Nachricht sein, die jetzt ist, die Nachricht, ja,
dir haben wir eine Nachricht. Es kann aber auch sein, dass dir eine Nachricht zukommt, dass vielleicht jemand etwas Bestimmtes sagt, was du vielleicht schon immer hören wolltest oder worauf du schon immer gewartet hast oder irgendeine Erkenntnis, die du gewinnst. Manchmal ist es so, man braucht nur einen kleinen Moment und wupp, ändert sich das Leben, einfach weil man in dem Moment wie alte Muster aufbricht. Deswegen, also da kommen Sachen. Ich habe auch das Gefühl, du erhältst Nachrichten aus der geistigen Welt, aus der spirituellen Welt, im Traum, im Schlaf, aber auch während du irgendwo meditierst, mal entspannst oder vor dich hin dümpelst, die Wand anstaust. Man kennt das ja manchmal, vor sich hinzudenken. Und während du da so den Tagesablauf vielleicht manchmal durchgehst oder denkst, du machst irgendwelche Fantasiereisen, hast du mittendrin auch Botschaften vom Universum, die dir was sagen wollen. Du bist jemand, der kann sich und soll sich erden. Du bist aber auch jemand, der andere erden kann. Ja, wir haben hier eh so eine Erdfarbe hier auch. Also du bist, ich meine, die Jungfrau ist eh ein Erdzeichen. Das heißt, du bringst auch Dinge wieder auf den Boden. Also wenn jemand abhebt, wenn er zu sehr im Kopf verrückt ist oder sich zu sehr Gedanken macht, bist du jemand, der jemanden wieder runterholen kann und sagen kann, hey, ist alles halb so wild. Das schaffst du. Du brauchst keine Angst zu haben. Das Leben wirklich nicht auseinanderreißen, du überstehst das Ganze. Und das ist so eine Kraft, die ist sehr, sehr machtvoll und das sollst du auch mehr an dir feiern. Definitiv ist eine introvertierte Seite bei dir, die unheimlich auch gelebt und gewertschätzt werden soll. Also bitte schäm dich nicht dafür, dass du jemand bist, der vielleicht gern drin ist oder gern für sich ist oder gern isoliert ist oder gerne Dinge tut, die andere vielleicht nicht so mögen. Feier das mehr, zelebriere das mehr. Das ist etwas, wie du deine Energie schöpfst, wie du sozusagen mit der Quelle in Verbindung kommst, wie du auch Dinge erneuern kannst, wie du in anderen Menschen Samen sehen kannst, wie du sozusagen andere Menschen auch bewegst. So, das liegt daran, dass diese introvertierte Seite bei dir eben deine kraftvolle Seite ist und die sollst du annehmen, lieben, wertschätzen, mögen lernen, weil so ist es, dass du so ein bisschen sagst, wie, das ist mein Antriebsmotor, wenn ich den nicht mögen würde, dann würde der irgendwann kaputt gehen und dann hätte ich ein Problem. Also lerne das an dir zu schätzen. Ich glaube auch, dass du, interessant, dass wir auch verstecken und nicht mehr lange, dass du manchmal dazu neigst, dich zu verstecken, deine Qualitäten zu verstecken, auch in deinem Kopf. Ja, es ist vielleicht, dass du schon Dinge tust, aber innerlich immer noch dich irgendwo dich verbirgst vor dir selbst, dass du dich selbst nicht zeigen möchtest oder dass du selbst nicht zu dir stehen möchtest oder dich immer noch irgendwo klein hältst. Das ist etwas, das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Du wirst das, das wird immer, immer besser. Ah, Thema Ernährung. Ich habe ja auch gesagt, die Jungfrau steht doch dafür, für den Körper, für die Heilung. Du bist jemand, der kann sich mit Ernährung beschäftigen, der beschäftigt sich vielleicht sogar schon mit Ernährung, der hat vielleicht schon ein Händchen dafür, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Das ist etwas, das liegt dir auch. Dafür bist du auch hergekommen. Ja, einige von euch sind hergekommen, um anderen Menschen Hilfestellung zu geben bei der Ernährung, weil bestimmte Nahrungsmittel eben Auswirkungen auf den Körper haben, auf den Geist haben, auf die Psyche haben. Das ist etwas, wenn man manchmal zum Arzt geht und der dann sagt, ja, keine Ahnung, nehmen Sie jetzt die Tabletten und dann ist gut. Und das Problem aber nicht behoben ist, dann liegt sehr, sehr oft an Ernährungsthemen, weil der Körper natürlich das verarbeitet, was wir aufnehmen. Ja, so wie wir geistige Nahrung aufnehmen, nehmen wir natürlich auch materielle Nahrung auf. Und der Körper, vor allen Dingen gerade, wenn du ein spirituelles Wesen bist, ich meine, wir sind letztendlich alle spirituelle Wesen, aber wenn du sehr sensibel bist, sehr empfänglich bist, dann kann es sein, dass du auf Lebensmittel stärker reagierst als andere und dass das definitiv ein Faktor ist, der bei dir zutreffen kann und bei vielen Menschen auch. Und es ist auch wichtig, dass Menschen wie du Aufmerksamkeit darauf richten, weil es nämlich Probleme löst. Es löst Probleme, es vereinfacht das Leben, es macht es simpler und ja, es gibt Menschen auch sehr viel Kraft wieder. Ich habe auch das Gefühl, du bist jemand, der anderen Menschen immer Zeit verschafft hat. Ja, du hast Dinge abgenommen, du hast Dinge übernommen, du hast dich um andere gekümmert und ich glaube, es wird Zeit, dass du lernst, die Zeit auch für dich zu schaffen, die Zeit auch zu nehmen. Ja, dass du nicht immer nur alles gibst, 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 sondern dass du auch sagst, vielleicht sollte ich auch mal Zeit für mich haben. Selbst wenn ich nicht weiß, was ich mit der Zeit anfangen soll, aber Zeit für dich zu haben. Du wirst merken, das hilft dir enorm. Deswegen sage ich auch, die introvertierte Seite des Erden oder sich zu erden, das gehört alles bei dir zusammen und du darfst das nicht unterschätzen. Und was ich auch noch bei dir hier habe, ist die Kunst. Du bist jemand, der darf seine Zeit und Energie in kunstvolle Objekte, ob das jetzt stecken, ob das jetzt malen oder basteln oder werkeln oder Schmuck oder Mode oder nähen, sticken, keine Ahnung, dekorieren, ja, sich selbst was, selbst wenn du, so wie ich jetzt Videos mache, ja, ist ja auch eine Form der Kunst. Sobald du irgendwie das Gefühl hast, da kann Kreativität durch dich fließen, das ist dein Kanal, um von oben Informationen zu bekommen. Du bist jemand, der durch Kunst
Botschaften empfängt und deswegen darfst du das mehr ausüben. Und du bist doch jemand, der durch Kunst andere heilt. Das heißt, deine Kunst heilt Menschen. Das ist der Grund, warum wir Menschen überhaupt Dinge kaufen, besitzen wollen, ist, weil wir eine gewisse Energie spüren und deswegen kaufen wir bestimmte Wertgegenstände oder bestimmte Gemälde oder bestimmte Dekoration, weil wir eine Kraft daraus ziehen. Und du bist jemand, der solche Dinge entwerfen kann, der solche Dinge schaffen kann und der anderen dadurch auch Hilfestellung im Leben geben kann. Und sich selbst auch. Du kannst das auch für dich tun. Es muss nicht immer nur für andere sein. Okay, wir schauen jetzt mal in deinen Umschlag und schauen mal, was denn hier für dich drin ist. Okay. Muss ich schauen, dass ich das hier rauskriege, weil ich das doch sehr gut reingequetscht habe. Okay, das ist sozusagen deine Karte mit den Schwänen drauf. Auch wunderschön. Und wir finden jetzt mal raus, was das Universum dir zu sagen hat, was du vielleicht noch nicht über dich weißt, was du wissen sollst. Und ich schau mal mit dir, was da jetzt kommt. Okay. Also du bist jemand, der Verbundenheit ausstrahlt und auch Menschen Verbundenheit vermitteln kann. Hier haben wir auch die 7, also das 7. Haus. Es geht um Partnerschaften, es geht aber auch um Verbindungen zwischen Menschen. Die tiefe Verbundenheit, nichts, was einfach nur oberflächlich an der Oberfläche kratzt. Du bist jemand, der wirklich der beste Freund von jemandem ist. Du hast diese Fähigkeit, miteinander auch in der Zweisamkeit zu sein. Du bist liebenswert, unheimlich weise. Eine extrem große Schönheit strahlt aus dir hervor. Du bist sehr, sehr aufbauend, was Menschen angeht. Sehr bewusst, ja. Dir kann man vertrauen. Und du bist doch jemand, der Vertrauen aufbaut und der anderen Menschen das Gefühl gibt, dass Vertrauen im Leben doch wieder funktioniert und dass nicht alles umsonst ist. Du bist sehr, sehr fürsorglich. Wir haben auch das 9. Haus. Das heißt, du bist doch jemand, der nimmt kein Blatt vom Mund, der sagt die Wahrheit, der spricht das aus, was er wirklich fühlt und er gibt das auch einfach weiter. Du bist sehr behutsam, das heißt, du kümmerst dich um andere. Du möchtest, dass es anderen gut geht. 4. Haus, also eine sehr mütterliche Energie. Du bist jemand, der hat schon viel Erfahrung, hat viel durchgemacht, hat schon sehr viel erlebt, was das Leben angeht. Und deswegen kann er das auch so extrem gut weitergeben. Du bist pure Liebe, ja, das sollst du auch lernen. Und du bist jemand, der weiß, was Zusammenhalt ist und der kann anderen Menschen Zusammenhalt lehren und lernen. Ja, also du bist jemand, der durch sein Gesamtpaket anderen Menschen eigentlich das Gefühl gibt, dass es mehr gibt, als sie dachten, dass sie wieder an das Gute glauben können, dass sie sich wieder im Leben mit anderen Menschen verbinden können, dass sie nicht alles als sinnlos betrachten. Und auch du bist jemand, der zwar ab und zu Momente hat, wo er das Leben nicht so richtig weiß, ob soll es das jetzt sein, war es das jetzt, ist das jetzt gut, aber du fängst dich immer wieder, weil du eben voller Liebe bist, weil deine Erfahrung dich gelehrt hat, bewusst zu sein. Du baust dich selber auf, deswegen kannst du andere aufbauen. Du bist sehr weise, deswegen kannst du Dinge weitergeben. Und du bist deswegen bester Freund, weil du weißt, was Freundschaft bedeutet. Und selbst in der Beziehung bist du ein bester Freund, weil du auch da weißt, was Verbundenheit bedeutet. Und du siehst in Menschen auch Schönheit. Das Einzige, was du endlich lernen sollst, ist deine eigene Schönheit zu sehen. Endlich sehen, dass du pure Liebe bist, dass du liebenswert bist. Dass du wirklich liebenswert bist, dass Menschen dich lieben. Dass du bewusst bist und deswegen eckst du auch manchmal an, weil eben deine Bewusstheit nicht immer die Leute glücklich macht. Aber du bist sehr fürsorglich, das heißt, sei auch dir gegenüber fürsorglich, pass ein bisschen auf dich auf. Ja, vertrau dir selbst am allermeisten und sei auch behutsam mit dir selbst. Das ist nämlich das, was du am meisten gibst, das sollst du am meisten bei dir anwenden. Und das ist eine unheimlich schöne Botschaft und unheimlich schönes Gefühl, was ich hier auch gerade bekomme. Und du sollst endlich deinen Wert erkennen und endlich deine Stärken sehen. So, meine Lieben, bei Pi Nummer 1. Falls du dich noch zu einem anderen Pi hingezogen fühlst, kannst du dir das gerne anschauen. Ansonsten habe ich verschiedene Links zu verschiedenen Themen auf meinem Kanal. Eine Infobox, ja, verschiedene Playlists, meine Website mit meinen Angeboten, PayPal-Link, falls du mir Spende zukommen lassen willst, falls du mir was überweisen möchtest, gibt's das auf meiner Website den Link. Und ansonsten, wenn du bei TikTok nochmal vorbeischauen willst, dann tu das ganz gerne. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für eure ganzen Glückwünsche und eure ganzen lieben Nachrichten und wünsche euch alles, alles Liebe. Bis dann. Hallo, Pi Nummer 2. Ihr habt diesen süßen Umschlag hier gewählt. Den tun wir zur Seite, schauen wir uns nachher in Ruhe an, gucken rein, was da ist und schauen erstmal, was ihr jetzt hier für Botschaften bekommt. Okay,
Als erstes soll ich euch sagen, ihr seid kreativer, als ihr eigentlich denkt. Ihr habt auch eine treibende kreative Kraft. Und wenn in eurem Leben, sagen wir mal, partnerschaftlich jetzt nicht wirklich was aktiv ist und auch körperlich nichts aktiv ist, seid ihr welche, die diese, sagen wir mal, ungelebte sexuelle Kraft in etwas unheimlich Kreatives umwandeln könnt. Und das ist auch der Grund, warum teilweise manche von euch genau diese Erfahrung auch im Leben machen, dass da eben nichts aktiv ist, weil ihr diese Kraft in ganz andere Bereiche lenken sollt und der Mensch nicht nur darauf ausgelegt ist, die ganze Zeit Knickknack zu machen, sondern in diesem Leben eben auch spirituelle Arbeit zu erledigen. Und die kann natürlich körperlich sein. Ich bin ein absoluter Mensch für Körperlichkeit. Aber wenn es eben gerade nicht sein soll und nicht sein kann, dann kannst du damit noch wunderbare Dinge so schaffen, ohne dass du dich die ganze Zeit so fühlst, als ob da vielleicht was an dir verloren geht. Weil wir haben nämlich hier auch parallel noch das Kronenchakra. Das heißt, hier geht es wirklich auch um deine Verbundenheit nach oben, wo du extrem gut verbunden bist. Du siehst auch Möglichkeiten. Du bist so jemand, der findet Auswege. Selbst wenn es manchmal so scheint, als ob es nicht weitergeht, du bist jemand, der ist optimistisch, der zeigt anderen Menschen, dass es weitergeht. Der gibt das Gefühl von Weitersehen. Und du bist doch jemand, selbst wenn es manchmal nicht so läuft, du findest Wege. Du bist generell jemand, der kreativ ist, der findet Lösungen. Selbst wenn du manchmal denkst, hey, Kreativität muss das nicht heißen, ich muss einen Pinsel in die Hand nehmen. Nein, Kreativität bedeutet, Lösungen für was zu finden. Ein Techniker kann kreativ sein. Jemand, der ein Auto repariert, kann kreativ sein. Jemand, der irgendwo rumschleift und rumwerkelt, es kann kreativ sein. Jemand, der seine Klospülung wieder repariert, ist kreativ, weil er rausfindet, wie und wo und was. Immer wenn es um Lösung geht, ist eine Kreativität da. Und das kann natürlich in die Künste gehen, muss aber nicht in die Künste gehen. Nur für alle, die jetzt vielleicht sagen, ich habe vielleicht nicht diese kreative Ader, habt ihr doch. Ihr müsst das nur aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und ihr seid definitiv Menschen, die die ganze Zeit schon verbunden seien. Ihr habt eigentlich dieses Bauchgefühl, ihr hört nur manchmal nicht so drauf, weil ihr denkt, das muss sonst wie sich anfühlen. Es ist nämlich in eurem Kopf manchmal fast schon zu simpel, dass ihr denkt, das kann es nicht sein, aber genau das ist es, ja. Ihr habt da ganz einfach nur so eine Verbundenheit, teilweise auch einfach so ein Wissen. Ihr wisst einfach Dinge und ihr denkt einfach, das ist euer Kopf, aber das ist gar nicht euer Kopf. Ihr seid Menschen, die haben schon Neuanfänge erlebt, mehrfach. Also das kann sein, dass das ein Berufswechsel war, das kann sein, dass das Beziehungswechsel waren. Oder einfach immer wieder merkt ihr, dass ihr euch verändert oder dass ihr euch weiterentwickelt und dass da Dinge in euch passieren, die ihr euch vielleicht nicht erklären könnt, weil ihr immer wieder Uploads oder Downloads von oben bekommt aus dem Universum und dadurch es jedes Mal sich so ein bisschen anfühlt, als ob ihr euch irgendwie immer wieder weiterentwickelt und noch gar nicht so richtig wisst, wer ihr seid, vielleicht, was ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle könnt. Aber ihr entwickelt euch so weiter, dass ihr jedes Mal denkt, irgendwie verstehe ich es noch nicht so richtig. Und es kann sein, dass manchmal Dinge für euch auch zu früh waren. Vielleicht war die eine oder andere Beziehung zu früh, der eine oder andere Job, die eine oder andere Sache, die ihr für euch entschieden habt, war vielleicht, fühlte sich zu früh an. Aber ihr werdet mit der Zeit lernen, dass diese Dinge sich, dass die nicht ohne Grund passiert sind und dass in deinem Leben auch der Wandel teilweise nicht ohne Grund passiert ist. Ich sag ja, ihr seid stark verbunden. Ihr habt, glaube ich, auch Verbindungen zu anderen Seelen jetzt schon die ganze Zeit. Nicht immer, wenn was in eurem Leben passiert, und ihr da irgendwelche Gefühle fühlt, sind das immer eure. Es kann auch sein, dass ihr Gefühle anderer Menschen wahrnehmt oder Dinge empfangt. Das ist jetzt nicht, dass ihr danach suchen müsst und jetzt denken müsst, oh mein Gott, wer ist denn das, der mich da beeinflusst? Aber ihr sollt nur verstehen lernen, dass ihr nicht alleine inkarniert seid, dass ihr da, dass ihr nicht alleine inkarniert seid, dass ihr aber auch keine Angst davor haben müsst, dass da Dinge in eurem Leben vielleicht nicht immer nur eure Entscheidung sind, sondern diese Sachen sind auch gut für euch. Also das heißt, ihr bekommt auch Impulse. Wenn jemand anderes vielleicht gerade eine Entdeckung macht, dann fließt das zu euch. Oder wenn jemand gerade mutig ist, dann fließt dieser Mut zu euch. Und wenn ihr mutig seid oder ihr eine Entdeckung macht oder ihr gerade euch was wagt, dann wird das auch den anderen Anteilen von euch zufließen. So funktioniert das Universum. Deswegen reden wir auch von Verbundenheit. Du bist jemand, der darf gerne aufräumen. Also das heißt, aufräumen im Sinne von mental bei sich aufräumen. Was stimmt da, was stimmt da nicht? Du bist doch jemand, der andere anregt, nachzudenken. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich finde das irgendwie nicht gut oder ich weiß nicht, du bist mir zu negativ. Ich meine, manchmal will man das nicht hören, wenn man zu negativ ist, ja. Und ich bin ja auch nicht jemand, der hier diese toxische Positivität feiert. Absolut nicht. Wenn du dich schlecht fühlst, fühlst du dich schlecht. Aber manchmal, wenn jemand mal merkt, jemand dreht sich im Kreis fünfmal und wiederholt sich und denkt, ich kann das nicht, ist alles furchtbar, furchtbar, furchtbar. Irgendwann sagt man, halt die Klappe, es reicht. Ich weiß, dir geht's nicht gut, ich verstehe dich, ich fühle mit dir, aber so kann es nicht weitergehen. Wir müssen eine Lösung für dich finden, dass es dir nicht die ganze Zeit so, so schlecht geht. Beziehungsweise wir müssen gucken, was können wir an deinem Denken vielleicht ein bisschen ändern, dass du aus diesem Taumel rauskommst. Heißt nicht, dass du auf einmal glücklich bist, heißt nicht, dass deine Probleme gelöst sind, aber was kriegen wir hin, dass du dich nicht so selbst fertig machst? Wo könnten vielleicht die Gedanken herkommen? Wer hat dir vielleicht so
solche Dinge in der Kindheit gesagt oder wo hast du das gehört? Und ist es wirklich, was du glaubst oder ist es einfach nur pure Angst, die du hast? Und die darf man ausdrücken. Man darf, manchmal ist es einfacher zu sagen, ich habe Angst, als zu sagen, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, ich werde das niemals können, ich bin furchtbar. Dann lieber einfach sagen, ich habe Angst oder ich bin traurig oder ich bin so wütend oder ich finde Dinge unfair. Aber so es beim Namen zu benennen, als die ganze Zeit immer sich selbst fertig zu machen. Und deswegen, du bist jemand, der fordert das bei anderen heraus und der sollte das auch bei sich selbst noch ein bisschen mehr beleuchten. Aber ich glaube, du machst das schon relativ gut. Aber dass du auch bei dir nochmal guckst, was genau gehört da eigentlich zu dir und was gehört überhaupt nicht mehr zu dir. Rahu. Rahu ist der Mondknoten deiner Zukunft. Das, was du noch nicht kannst, das, was du lernen musst. Und ich habe auch das Gefühl, du bist für viele Menschen wie ein Rahu. Das heißt, du begegnest ihnen und die Menschen sind so wie, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, was das ist. Wieso ist das so anders? Und sie fühlen sich manchmal vielleicht sogar ein bisschen bedroht oder eingeschränkt. Aber du bist genau dafür da. Du sollst Veränderungen bringen. Du sollst gar nicht Menschen, du bist eigentlich wie ein Kontrast. Stein, wollte ich schon sagen. Aber so, du rollst irgendwie an. Jemand sagt, wo kommt denn dieser Stein jetzt her? Der war vorher auch nicht. Ich will nicht, dass der da ist. Und du bist und guckst nur und bist nur da. Und derjenige denkt so, eigentlich kann ich gegen den Stein nichts haben. Es ist ja nur ein Stein. Aber warum regt mich dieser Stein auf? Und du bist so wie, ich weiß, ich rolle durch die Gegend als Stein und bewege Menschen, ohne dass sie wissen, warum. Und du bist selbst manchmal verwirrt. Aber dadurch machst du deinen Job hervorragend, weil du gar nicht richtig weißt, was du da tust. Du tust es einfach nur. Und das ist die beste Art und Weise, Dinge zu machen, indem man nicht immer verstehen muss, was man da tut. Man tut es einfach nur. Ja, du sollst dich auch, glaube ich, mehr ausleben, weil du bist jemand, der kann sich extrem gut ausleben. Wenn du verrückt sein willst, sei verrückt. Wenn du laute Musik hören willst, hör laute Musik. Wenn du das Gefühl hast, du willst mal rumbrüllen, dann brüllst du. Wenn du aber das Gefühl hast, du willst leise sein, zurückgezogen, mit niemandem reden, ist das genauso richtig. Du bist jemand, der entscheidet für sich selbst, was für ihn gut tut. Du hörst dir nicht an, was andere dir zu sagen haben und was sie denken, was für dich gut ist, weil du fühlst, ob da die Wahrheit drin ist. Klar, manchmal kann einem jemand was sagen, was absolut stimmt und man ist so, oh, was für eine coole Idee. Aber das resoniert dann so dermaßen mit dir, dass du dich damit so wohlfühlst und dich so inspiriert fühlst, dass du glücklich bist, dass das gerade zu dir gekommen ist, aber nicht, dass du dich gedrängt fühlst, als ob du in irgendeine Richtung gehen müsstest oder als ob irgendjemand Recht hat oder das Recht hatte, über dich zu verwalten oder zu schalten. So nicht, ja. Bei dir kriegen wir auch die Andromeda-Energie rein, das heißt, du bist jemand, der definitiv sehr sensibel ist, sehr feinfühlig, aber auch sehr viel Heilungspotenzial für andere hat und für sich selbst. Du bist so jemand, der wandelt durchs Leben und macht so Ding, Ding, so wie der, kennt ihr diesen Troll mit dem grünen Daumen? Also es gibt so einen Comic, also Serie, ich weiß nicht, was denn, nicht eine Serie, es war ein Film aus den 90ern, dieser Troll, wo die Kleine immer gesagt hat, Troll, Troll, Troll. Naja, auf jeden Fall habe ich das immer gesehen und der hatte einen grünen Daumen und der konnte überall immer irgendwo Pflanzen erwecken und Blumen blühen lassen und die Geschichte war wirklich bezaubernd. Und so sehe ich euch, nur dass ihr das mit Menschen macht. Ihr könnt es auch mit Pflanzen oder Tieren, aber ich sehe dieses Tjum, Tjum, Tjum und überall blüht etwas und gedeiht etwas und ja, das ist eigentlich eine wunderschöne Eigenschaft, die ihr da habt. Ihr seid eigentlich auch sehr mutige Menschen und wenn ihr den Mut noch nicht gefunden habt, dann liegt es daran, dass ihr das noch unterdrückt, weil ihr eben noch nicht diese Verbindung so zulasst mit euch selbst. Aber ihr seid eigentlich Menschen, die sehr, sehr mutig sein können und wenn sie dann endlich mal der Mut gepackt hat, auch Berge versetzen können, ja. Also das habt ihr. Ja, interessant, dass hier ausgerechnet auch die Themen sind zu früh und zu spät. Ich glaube, Zeit ist bei euch definitiv ein Thema, der euch manchmal einschränken kann, wo ihr dann nicht richtig wisst, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, weil ihr das so wertet. Ihr könnt manchmal sehr bewertend euch selbst gegenüber sein und da sollt ihr wirklich das lassen. Ja, seid nicht mehr jemand, der ständig in Zeiten denkt und denkt, das ist jetzt schon vorbei oder ich kann das noch nicht machen, ich bin noch nicht ausgereift genug oder wer weiß, ob ich es jemals kann. Hört auf, in diesen Zeiten zu denken, weil das ist, für eure Seele existiert Zeit eigentlich nicht. Ja, es ist nur etwas Körperliches, klar, Dinge vergehen, verblühen, verwelken, fallen ab, sterben und so weiter und so fort, aber deine Seele nicht. Und das heißt, alles, was du lernen willst, ist eigentlich wie unvergänglich. Das heißt, du kannst eigentlich jederzeit, wenn du möchtest, etwas tun oder etwas machen oder etwas verändern und Zeit ist eigentlich kein Faktor. Deswegen, ich sag ja immer, ihr seid hergekommen, um zu spielen auf Planet Erde und das ist auch etwas, das sollst du wieder in dein Gewissen oder in dein Gedächtnis rufen, dass du hier bist, um auszuprobieren und die Zeit aus dem als einfach rausnehmen, ja. Selbst wenn du sagst, ich bin jetzt schon so alt oder ich bin gerade mal 20 oder ich bin 60 oder was auch immer. Hör auf, dir eigene Steine in den Weg zu legen, weil du bist nämlich jemand, der braucht das eigentlich gar nicht. Du hast nämlich so viel Talent und so viel Energie in dir, das brauchst du dir nicht immer so selbst in den Weg legen. Das ist unnötig, ja. Das ist etwas, du machst es dir wie selber schwer.
Okay, meine Lieben, dann schauen wir mal in euren Umschlag. Ach, schauen wir mal rein, was für euch da hier, ja, was für euch, oh, wie das alles nicht so will. Ich versuche es rauszuholen. Also ich werde es rausholen. Es ist nur so, das hatte ich vorhin schon gemerkt, sehr, sehr eng hier drin. So, dann haben wir das. Ihr habt nämlich den wunderschönen V. Ja, ich liebe ihn. Dann schauen wir mal, was das Universum euch sagen will über euch, über euer Leben, das, was ihr erfahren sollt. Okay. Also ihr seid jemand, der sollte mehr auf sich stolz sein. Der kann auch ab und zu im Leben stolz sein, aber ihr solltet einfach wirklich stolz sein auf euch, auf eure Qualitäten. Ihr seid unheimlich aufmerksam, was das Leben angeht, was andere Menschen angeht. Habt doch unheimlich viel Wissen. Ihr seid sonderbar und ihr sollt das annehmen. Ihr sollt nicht mehr denken, dass ihr irgendwo reinpassen sollt. Ihr sollt es feiern, zelebrieren, annehmen. Weil ihr seid anmutige Wesen, die Selbstliebe eigentlich noch und nöcher in sich haben müssten. Wenn du es noch nicht hast und dich noch nicht abgöttisch vergötterst und dich abgöttisch liebst, dann wird es Zeit, dass du jetzt endlich anfängst, weil du bist jemand, der andere Menschen verzaubert, der magisch wirkt, ja, der unheimlich weise ist und der ganz viel Schönheit in sich trägt. Und du solltest manchmal auch ruhig lauter sein, deswegen habe ich auch gesagt, der Mut, um deine Wahrheit nach außen zu tragen, ja. Scheu dich nicht vor deiner Stimme, vor deiner Lautstärke, vor dem, was du sagen möchtest. Hab keine Angst vor dir selbst, weil du bist beeindruckend für viele. Und natürlich hast du Neider. Ja, da ist Neid in deinem Leben. Und das ist etwas, wenn du akzeptierst, dass Neid in deinem Leben ein Teil ist und dass es immer Neid geben wird, weil es immer Menschen gibt, die nicht im Gleichgewicht sind und du das annehmen kannst, dann wirst du dich besser fühlen. Ja, du sollst dich auch mehr in den Fokus rücken, dein Gegenüber sehen, was du aber auch schon tust, weil du sehr aufmerksam bist. Und dir auch vorstellen können, dass du kommunizierst, dass du mehr aus dir rausgehst und mehr in die Welt hinaus. Und dass du auch dein Gegenüber manchmal sogar mitziehen kannst. Also das kann partnerschaftlich sein, das kann aber auch beruflich sein. Du bist jemand, der sorgt dafür, dass andere Menschen in deine magische, verzaubernde, sonderbare Welt mit eintauchen können, weil teilweise ist es das, was sie genau brauchen. Das ist genau das, was sie sich eigentlich wünschen und es ist das, was sie im Alltag total vermissen. Und manchmal kommunizieren sie es nicht, weil sie nicht wissen, dass sie es brauchen. Und deswegen sage ich, wenn du deine sonderbare Art lebst und stolz auf dich bist, ja, dann haben andere Menschen manchmal eher den Willen, in deine Welt mit einzutauchen, weil sie sich einfach zu deiner Welt so hingezogen fühlen und du selbst darfst sie halt nicht abwerten. Weil ich sage immer, wenn du nicht fühlst, dass deine Welt toll ist, werden andere das auch nicht fühlen, dass deine Welt toll ist. Und deswegen, du bist beeindruckend und das solltest du mehr leben. Du solltest mehr das auch glauben und an dich glauben, weil so wie das hier ist, hast du eigentlich überhaupt keine Befürchtung zu haben, du hast überhaupt keine Zweifel zu haben, sondern du bist jemand, der sehr, sehr viel mitbringt und das selbst eigentlich endlich sehen sollte. So, meine Lieben, das war's jetzt für Pi Nummer 2. Falls ihr euch noch zu einem anderen Pi hingezogen fühlt, schaut euch das gerne an. Ansonsten verschiedene Themen in der Infobox, ja, verschiedene Playlists, die ich auf meinem Kanal habe, so zum Beispiel den alten Seelenreihen oder Sternwesen und so weiter. Hi, Mimi. Ja, meine Website mit meinen Angeboten, PayPal-Link, falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest. Ich habe auch noch einen auf meiner Webseite einen Link, falls du mir eine Überweisung zukommen lassen möchtest. Und ansonsten habe ich noch einen TikTok-Link. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, Pi Nummer 3 und nicht wundern, Mimi hat sich ein bisschen ausgebreitet. Wir schauen in den Umschlag nachher. Ihr habt den rosa Umschlag ausgewählt, den tue ich jetzt erstmal hier hin. Wir schauen mal, was ihr denn hier hören sollt. Oh, interessant. Also, ich höre gerade, dass euer Erfolg, eure Zielorientiertheit, eure Schönheit, und das ist innere wie äußere Schönheit, Menschen teilweise wirklich vor Neid ablassen lässt. Also das sind Menschen, die gönnen dir nichts und das ist etwas, du musst lernen, das zu akzeptieren und zu integrieren. Weil du bist jemand, der sehr gut alleine kann, der sehr gut
Dinge für sich umsetzen kann, der sehr gut Ideen hat. Und es kann sein, dass in deinem Leben ab und zu Menschen einfach dir nicht zustimmen wollen, weil sie nicht wollen, dass du noch erfolgreicher wirst oder dass du deinen Zielen lang gehst und dass du dir selbst vertraust. Und es kann sein, dass manche auch deine Ideen so toll finden und sie aber selber sie niemals umsetzen könnten, dass sie einfach nicht wollen, dass du sie gut umsetzt oder dass du dich dabei gut fühlst. Und es kann sein, dass du da immer wieder Menschen hast, die Zweifel in deinen Kopf reinpusten. Und du sollst absolut bei dir bleiben, weil du hast eine unheimliche Stärke, diese Dinge für dich alleine umzusetzen und auch deinen Fokus nie zu verlieren, selbst wenn du ab und zu mal abschweifst, aber du bringst eigentlich die Sachen immer irgendwie auf den Punkt und du schaffst es, Dinge gut zu vermitteln und auch gut umzusetzen. Und ich habe das Gefühl, da sollte definitiv dieser Selbstzweifel komplett verschwinden. Ja, du bist definitiv seltsam, aber auf eine schöne Art und Weise. Seltsame Menschen finden dich gut. Das heißt, in der Gruppe der Seltsamen, also herzlich willkommen, wirst du gewertschätzt und gerne gesehen und lieb gehabt. Und das sollst du sehen, wenn Menschen dich seltsam finden oder deine Seltsamkeit ablehnen, dann liegt es einfach daran, dass du nicht in ihre Gruppe passt und sie dich niemals verstehen würden. Und deswegen mach dir da nicht so einen Kopf, seltsame Menschen finden schon seltsame Menschen, ja, die zusammengehören. Deswegen hier ist auch das Thema Spielen, spielt eine große Rolle. Du bist doch jemand, der kann auch Spiele, also jetzt nicht Spiele kreieren, aber du bist jemand, der kann spielen und nimmt die Sachen auch ernst. Es kann sein, dass du sie vielleicht manchmal zu ernst nimmst, aber du bist jemand, der mag eigentlich spielen und der fühlt sich eigentlich auch wohl damit. Und ich glaube, du solltest mehr diese kindliche Seite auch zeigen, weil das ist etwas, das liegt dir und da kommt auch die ganze Kraft und Inspiration manchmal her, wenn du das ein bisschen lockerer angehst, weil du eben, ich glaube, du, gerade durch Menschen, die dir nicht zureden oder nicht gut zureden und die manchmal an dir rumkritisieren, kann es sein, dass eine gewisse Strenge sich entwickelt hat, weil es so enttäuschend ist, nicht, ja, keinen Zuspruch zu bekommen, vor allen Dingen auch von nahestehenden Menschen und immer das Gefühl zu haben, man ist irgendwie alleine mit seiner Idee oder man ist ein Spinner oder, wie gesagt, seltsam. Und sieh einfach, dass nicht jeder das Spiel versteht, was du spielst. Nicht jeder versteht die Regeln, nicht jeder hat dieselben Ziele und dass du eben manchmal nur mit Menschen spielen kannst, die genau das sehen, was du siehst, ja. Deswegen hier ist auch die Zweisamkeiten-Faktor. Du bist unheimlich gut mit Menschen zu zweit. Also das heißt, du bist jetzt nicht der größte Gruppenmensch. Und wenn du in einer Gruppe zum Beispiel keinen Anschluss findest, liegt es einfach daran, dass deine Stärke wirklich in so kleinen Gesprächen stehen und mit Menschen unter vier Augen. Und das ist einfach da, da kannst du Menschen auch viel mehr beibringen oder weitergeben. Du sollst dich nicht ärgern, wenn du in einer Gruppe einfach keinen Anschluss findest oder einfach dir merkwürdig vorkommst, weil das ist nicht so dein Lebensplan, das ist nicht, du sollst nämlich gar nicht so kämpfen, ja, du sollst gar nicht diesen Kampf ausführen, du sollst dich eher zurückziehen und die anderen ihren Kampf kämpfen lassen. Du kannst einen Kampfgeist haben, gerade bei Ideen, die wichtig für dich sind und die, wo du auch wirklich weißt, das ist etwas, das, ja, das liegt mir oder das mag ich, aber geh nicht in solche Zweierkämpfe und kämpfe irgendwo, sondern versuche dein Spiel zu spielen, indem du mit jemandem dich eher zu zweit gut verstehst oder eben in einer kleinen Gruppe bist, aber kämpf nicht um diese Aufmerksamkeit, weil ich glaube, vieles an Aufmerksamkeit fließt dir schon naturell zu, also Menschen sehen dich, hören dich, aber sie neiden dir das ganz einfach, weil du es so einfach bekommst, du musst eben nicht drum kämpfen und deswegen kann es sein, dass Menschen mit dir eben in diese Kampfsache reingehen. Sechstes Haus. Du bist doch sehr gründlich, sehr aufmerksam. Du kriegst sehr viele Dinge mit, Details, die anderen viel zu sehr entfallen würden, die sie gar nicht verstehen. Deswegen, du tickst da auch nochmal anders. Wow, jetzt kriegen wir aber die ganzen Häuser hier rein ins achte Haus. Du bist doch jemand, der plötzliche Veränderungen im Leben schon oft erlebt hat, aber auch, es kann sein, du hast Kontakt mit jemandem und bei dem auf einmal plötzliche Veränderungen, weil du da wie Türen und Tore öffnest. Du bringst Veränderungen in die Leben anderer Menschen. Und das ist immer zum Besten. Also selbst wenn dir schon jemand vorgeworfen hat, dass mit deiner Anwesenheit Dinge passiert sind, das ist zum Besten für die Person. Die Dinge sollten passieren und das sind Auswirkungen, die so oder so irgendwann gekommen wären. Du hast sie einfach nur vorgezogen, das könnte man sagen. Du bist jemand, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, du bist für viele Menschen schon eine Form von Traumfrau oder Traummann. Du hast Qualitäten, die definitiv andere nicht haben und wo andere sich danach sehen würden, so zu sein. Deswegen sage ich auch, Neid ist definitiv dieses, was dich nicht runterziehen sollte, sondern sage, hey, jemand, der neidisch ist,
Der kann nur auf etwas neidisch sein, was irgendwo richtig ist. Deswegen, Feinde funktionieren immer nur dann, wenn du irgendwo was richtig machst, weil warum sollte jemand sonst dein Feind sein? Ja, das macht keinen Sinn. Ich hatte ja schon gesagt, dass du seltsam bist oder beziehungsweise, dass du nicht so mit anderen, dass du deinen Rückzug auch für dich auch zelebrieren sollst. Ja, vielleicht bist du jemand, der mag Videogames oder Handyspiele oder keine Ahnung, spielt gern Karten oder irgendwas, wo du nicht super interaktiv mit Menschen sein musst, wo du erstmal dein Ding machen kannst oder nur mit wenigen. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil Menschen dir die Kraft und Energie rauben, und du da auch nichts gegen machen kannst. Also es wird immer wieder ein Thema sein, dass Menschen unterschwellig, selbst wenn sie noch so nett sind, irgendwo immer ein bisschen zapfen wollen und immer ein bisschen neidisch sind. Und das ist etwas, deswegen ist der Rückzug für dich eigentlich heilsam und sehr, sehr wichtig. Du hast eine sehr, sehr starke Intuition. Das heißt, du verbindest dich auch unheimlich schnell mit dem Universum und unheimlich gut mit dem Universum. Du bist jemand, der fühlt Dinge, der weiß Dinge. Und deswegen, ja, hier haben wir auch dieses, ja, zieh dich zurück. Geh nach unten, setz dich irgendwo hin, nutze, manchmal ist es auch ganz gut für dich, Bodensitzungen zu machen, also dich auf den Boden zu setzen, ob mit einer Matratze oder einem Kissen. Also du musst gar nicht immer oben sein, sondern dir liegt es manchmal auch, wie zum Beispiel, sagen wir mal, in den östlichen Regionen, ja, im Buddhismus oder so sitzen ja viele auf dem Boden oder auch in China, wo du einfach dieses Gefühl hast, du erdest dich, es gibt ja die Kundalini-Linie des Körpers und manchmal ist es ganz wichtig, dass man nicht immer erhöht sitzt, sondern manchmal eben auch auf dem Boden, auch gerade wenn man irgendwie picknickt oder so. Ich weiß nicht, jeder kann das, manchmal hat man Steißprobleme oder was auch immer, aber du kannst versuchen, dich manchmal auf diese Art und Weise auch zu erden, indem du dich wirklich auf den Hintern irgendwo setzt und dich da wieder aus dem Kopf rausholst und aus dem Stress rausholst. Ja. Ich glaube, dass die Welt sich derzeit im Wandel befindet und das spürst du auch ganz stark, weil du da auch ganz stark verbunden bist. Und ich glaube, dass das eben manchmal auch sehr, sehr anstrengend sein kann, dass die Welt sich verändert, dass du versuchst zu helfen, aber dass die Menschen nicht immer zuhören wollen, dass sie nicht immer deine Ansicht teilen. Gleichzeitig merkst du aber auch, dass eine gewisse Bewunderung da ist. Und ich glaube, das verwirrt dich manchmal, weil du sagst, bin ich jetzt entweder derjenige, den sie nicht haben wollen, oder bin ich diejenige oder derjenige, den sie haben wollen. Du wirst Dinge in der Zukunft für dich auch ernten, auch wenn es gerade nicht so danach aussieht. Du sollst eher verstehen, dass deine Qualitäten langfristig noch sich zeigen werden und langfristig werden da auch noch Erfolge reinkommen. Ich weiß, das hast du vielleicht auch an einer oder anderen Stelle vielleicht schon öfter gehört und das nervt dich, aber die Sache ist, was lange währt, wird gut und das ist nicht ohne Grund so. Und deswegen hab einfach da noch ein bisschen mehr Geduld. Und wir schauen jetzt einfach mal in deinen Umschlag, was wir hier reinkriegen. Falls ich es öffnen kann. Ja. Okay. Das ist, was wir hier haben. Ich muss jetzt wieder ziehen, weil ich das sehr, sehr straff reingemacht habe. Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Ich glaube, ja, ich habe es. Okay. Okay, hier geht es, hier hast du die Schildkröte, ja. Und wir gucken jetzt mal, welche Botschaften das Universum hier für dich hat, was es dir sagen will, was dir durchkommen soll. Okay, also du bist schon instinktiv. Ich sag ja, du hast starke Zielorientiertheit, du weißt, was du willst. Ausdauer, auch wenn du nicht so geduldig bist, ne, und dir manches, glaube ich, nicht so gut tut. Deiner Meinung nach bist du jemand, der definitiv Ausdauer hat. Führung, ich habe ja hier schon gesagt, dieses Steinbockzeichen. Ja, du bist jemand, der Führung geben kann, der lehren kann. Du sollst aber mehr Spaß haben. Deswegen auch die Spiele, ja. Also Spaß in deinem Leben haben. Du hast eine große Weisheit. Du hast keine Furcht. Du lässt dich vom Leben führen. Dir besteht doch noch ein langes Leben bevor. Du hast sehr viel Kraft und Stärke. Du hast einen starken Lebenswillen. Also an mancher Stelle, wo du gedacht hast, oh, ich kann nicht mehr, hast du es trotzdem dir immer wieder bewiesen. Und du bist jemand, der vertraut und dem kann man auch vertrauen. Interessant, dass wir hier die 8 haben und die 8. Also das heißt, wir haben hier definitiv diese Veränderung. Ja, es verändert sich, weil Skorpion steht für die Veränderung. Aber auch, dass du Menschen gegenüber, ja, auch die 2 und die 2, interessant.
Also dein Gegenüber ist dir sehr wichtig und du möchtest Dinge auch wirklich intensiv vermitteln. Deswegen hast du, glaube ich, auch wenn Zweiergespräche, weil du das Gefühl hast, du kannst in die Tiefe gehen. Oder Menschen, die sich benehmen, als wäre man in einem Zweiergespräch, die auch wirklich zuhören, die nicht ständig unterbrechen, die nicht ständig das Gefühl haben, sie müssen alles besser wissen. Und deine Kommunikation ist auch so ein Riesen, Ding bei dir. Also in der Form, wie du redest, was du erzählst, ist sehr, sehr wichtig und verändert auch unheimlich viel in den Leben der anderen, aber auch in deinem Leben. Und dann haben wir das vierte Haus, das heißt auch wirklich der Rückzug, sich zurückzuziehen, bei dir zu sein, in deine Stille zu kommen, für dich ein Zuhause zu schaffen, in dem du dich wirklich, wirklich wohlfühlst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten spüre ich hier einfach ein absolut angenehmes Wesen, was nur noch lernen muss, sich selbst mehr anzunehmen und seine Schwächen, die es irgendwie als Schwächen empfindet, endlich als Stärken zu sehen und ja, mehr Spaß zu integrieren, weil ich glaube, dass die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, dich das eine oder andere Mal wahrscheinlich haben schon verzweifeln lassen, weil du gedacht hast, vielleicht darf ich ja nicht sein, wer ich bin, aber du darfst es und du musst dich nicht schlecht fühlen und du sollst dich in keinster Form irgendwie verändern, weil genauso wie du bist, bist du richtig und das sollst du immer mehr zulassen. Okay, meine Lieben. Das war's jetzt zu Peil Nummer 3. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, dann darfst du dir den gerne angucken. Ansonsten habe ich in der Infobox lauter Links zu verschiedenen Themen auf meinem Kanal, habe meine Website dort verlinkt, mit meinen Angeboten, ein PayPal-Link, falls du mir eine Spende zukommen lassen willst. Auf meiner Website habe ich noch einen Link, falls du mir eine Überweisung zukommen lassen willst. Und ansonsten habe ich noch einen TikTok-Link und ansonsten, so viel ansonsten, sehen wir uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 4. Ihr habt den lilafarbenen Umschlag ausgewählt. Den packe ich hier zur Seite. Wir schauen später rein. Und wir gucken mal, welche Informationen hier durchkommen sollen. Also du bist schon mal ein unheimlich guter Freund. Herzensgut. Und du bringst sehr viel Ruhe rein und Stille. Und ich habe auch das Gefühl, die Stille ist dein Rückzugsort, dein Kraftort. Da empfängst du am meisten. Ich habe auch das Gefühl, du kannst das Herz anderer Menschen wirklich heilen, beziehungsweise ihnen helfen bei ihrer Selbstheilung. Du bist jemand, der ist ein guter Zuhörer, der passt auch auf, der ist wachsam und der möchte eigentlich nur das Beste für andere. Für sich selbst auch, was nicht immer, glaube ich, durchkommt, weil du dich ja manchmal auch übergehst und eher das Glück anderer siehst, weil du, glaube ich, manchmal ein schlechtes Gewissen hast, an dich zu denken oder an dich zu glauben und vielleicht auch die eine oder andere schlechte Erfahrung schon gemacht hast, dass Menschen dir das vielleicht sogar vorgeworfen haben, dass du zu viel oder dass du an dich denkst und dadurch dir zur Lebensaufgabe in gewisser Weise gemacht hast, für andere da sein zu wollen. Und das ist etwas, das kann eben auch zu Verlustängsten sorgen, ne? Also wenn du an dich denkst, kann es sein, dass du denkst, oh Gott, jetzt verliere ich vielleicht Menschen oder jetzt wäre ich nicht mehr so gesehen oder nicht mehr so gewertschätzt. Und du sollst lernen, dass jeder Mensch, der sich aus deinem Leben zieht, weil du nicht mehr ganz so viel gibst, wahrscheinlich nur deswegen da war, weil du gegeben hast und nicht, weil er dich mag. Das tut weh, aber manchmal sind genau diese Verluste ganz, ganz wichtig. Und es kann sein, dass du in deinem Leben auch schon bei manchen dafür gesorgt hast, dass sie eben sich auch von Menschen trennen, dass sie auch besser hingucken, dass sie auch Verluste erleben müssen, die letztendlich keine Verluste waren, nur im ersten Moment so gewirkt haben. Aber du hast eben dafür gesorgt, dass das Menschen ja diese Erfahrung machen. Und es kann auch sein, dass du dich da manchmal sogar schuldig gefühlt hast, so wie das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass jemand sich jetzt traurig fühlt. Ich wollte nur Erkenntnis schaffen. Aber das kann man sich eben im Leben manchmal nicht aussuchen. Wenn man helfen will, hat man nicht immer Ahnung, wie sozusagen jetzt das Ergebnis sein wird, sondern man hofft einfach nur, dass es besser wird, was es auch wird. Aber im ersten Moment kann es manchmal sein, dass es weh tut, bei dir oder bei dem anderen. Du bist jemand, der mag eigentlich treffen, beziehungsweise mag sich mit Menschen austauschen, möchte sich verbunden fühlen. Du kannst auch jemand sein, bei dem die Leute auch gerne sich eingeladen fühlen oder gerne kommen oder das Gefühl haben, bei dir kann man sich zu Hause fühlen oder dass du vielleicht auch ein schönes Talent hast, Partys zu schmeißen, beziehungsweise für andere da zu sein. Die fühlen sich aufgehoben, sie fühlen sich willkommen und deswegen bist du jemand, der halt so ein warmes Gemüt hat. Ja. Bei dir kann man, glaube ich, manchmal Kind sein. Ich glaube, das ist auch, wenn du in Beziehungen gehen solltest, kann das sein, dass dein Partner ab und zu das Gefühl hat, du bist die Mama oder der Papa, du bist jemand, der sich um andere kümmert. Das ist nicht immer gut für dich, weil dein inneres Kind will nicht immer Mama spielen, sondern das möchte auch heilen und auch Kind sein. Und da musst du ein bisschen drauf achten. Aber natürlich macht es dir Spaß, für andere da zu sein. Ja, also du hast da eben so ein Talent, aber du solltest eben auch aufpassen, dass du selber auch Kind sein darfst, ja, dass du das mehr in den Fokus in nächster Zeit rückst. Ansonsten
können nämlich einige Schatten kommen und dich überrennen, weil du bist so jemand, der macht schon Schattenarbeit bei anderen, der kann das sehr gut aufdecken. Du solltest halt gucken, dass du deine eigenen Schatten auch anschaust und dass die nicht kommen und auf einmal dich heimsuchen, weil das ist das, was am unangenehmsten ist. Weil du bist nämlich jemand, der kann sehr gut, ja, der kann sehr gut auch damit arbeiten, der könnte das auch teilweise zum Beruf machen, bei anderen Menschen die Schattenseiten aufdecken und ihnen helfen, in die Heilung zu kommen. Aber wie gesagt, das liegt dann manchmal eben bei dir, wie weit du bereit bist, dein inneres Kind schon für die Rolle zu sehen, ja, weil das innere Kind muss sich wie nicht erwachsen fühlen, aber der Situation gewachsen. Und wenn es halt sehr oft Mama spielt, ja, und nicht heilen konnte, dann kann es manchmal eben auch nicht das zum Beruf machen, weil du dich schon ausgelockt fühlst, weil du es in deinem Privaten die ganze Zeit machst und die ganze Zeit nicht auf dich passt und deswegen die Schatten dich dann heimsuchen, wenn es dann zum Beispiel um berufliche Situationen geht, weil du dich dann auf einmal überfordert fühlst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du bei dir bleibst, dass du auf dein Herz achtest und dass du da dich nicht übergehst. Ja, weil du bist jemand, das fühlst du ja auch und du sollst ja auch gar nicht Menschen nicht in dein Leben lassen, ja, weil du hast da Seelengeschwister, du hast Menschen, die fühlen sich magisch zu dir hingezogen und du fühlst auch, dass du denen magisch helfen kannst, aber wie gesagt, dass du auch ein bisschen bei dir bleibst. Ja, deine Kommunikation ist eigentlich 1A, du bist jemand, der kommuniziert unheimlich gerne, der ist sehr feinfühlig, sehr liebevoll und will auch, dass es allen gut geht, fragt immer nach und ja, kümmert sich um alles. Du sollst aber lernen, dich noch ein bisschen mehr durchzusetzen, auch durch deine Kommunikation. Nicht immer so nett sein, nicht immer so lieb sein, nicht immer brav sein. Ja, ruhig auch mal seine manchmal störrischere Seite zeigen. Einfach deswegen, weil das dir auch gut tun würde, weil, wenn man mal ehrlich ist, jedes Kind hat irgendwo eine störrische Seite und das will gelebt werden. Und wenn du da die ganze Zeit viel zu brav und zu lieb bist, das tut weder dir noch anderen gut. Und deswegen, das ist etwas, das wird in nächster Zeit nämlich von dir verlangt. Deswegen haben wir hier auch Achtung, ja, Achtung durchsetzen, Kommunikation. Achtung durchsetzen, Kommunikation. Also in Zukunft dich mehr in diese Richtung bewegen. Wie gesagt, du bist ein super Freund, ein super Mensch. Du darfst keine Angst haben, dass du Menschen verlierst, nur weil du dich durchsetzt. Es kann sogar sein, dass der ein oder andere Mensch darauf gewartet hat, dass es endlich so ist, weil er fühlt schon, dass eigentlich da eine andere Person drin schlummert, die endlich gelebt werden möchte. Bei dir ist auch Unabhängigkeit ein Faktor. Du bist unabhängig, meistens die Menschen, die anderen Menschen sehr, sehr viel geben, sind unheimlich unabhängig, weil sie sagen, ich will nichts vom Leben, ich arbeite mir das alles selbst, ich kämpfe für mich, ich gebe zwar an alle weiter, aber ich will nicht. Weil sie oft gelernt haben, sie können sich auf Leute nicht verlassen, sie wurden oft enttäuscht, sie wurden hintergangen und deswegen haben sie angefangen, sich von anderen Menschen unabhängig zu machen. Das Ding ist, eine gewisse Unabhängigkeit ist gut und ist schön, aber wenn du dich komplett unabhängig machst, wirst du auch nicht empfangen können. Das heißt, das Leben kann dir selten was geben, weil du immer alles anzweifelst, beziehungsweise weil da so eine Skepsis ist und du musst lernen, dass Unabhängigkeit zu einem gewissen Grad gesund ist, aber wir letztendlich immer abhängig von irgendwas sind. Wir sind abhängig davon, dass der Sauerstoff in Ordnung ist, wir sind abhängig davon, dass Wasser läuft, wir sind abhängig davon, dass die Post kommt, wir sind abhängig von Menschen, wir sind abhängig vom Leben. Wir können nie komplett unabhängig sein. Natürlich können wir unabhängig von der Meinung anderer Menschen sein, aber wir müssen verstehen lernen, dass das Universum unser Freund und nicht unser Feind ist und dass wir auch mal bei uns bleiben können, ruhig bleiben können, mal nicht immer alles präparieren, nicht immer für jeden da sind und trotzdem Geschenke vom Universum erhalten und nicht immer geben müssen, um zu bekommen, ja. Deswegen, weil wir haben ja auch eine gewisse Frustration, die ab und zu wahrscheinlich durchkommt, selbst wenn die nicht aktiv gefühlt oder aktiv benannt werden kann, kann es sein, dass du in irgendeiner Situation vielleicht mal frustriert bist, nicht weißt, warum, wieso, weshalb, warum dich das gerade erwischt. Und das liegt daran, dass du eben so unabhängig sein willst, so selbstständig sein willst, manchmal dich nicht mehr öffnen möchtest, dass du dann fühlst, dass irgendwas doch nicht stimmt und du es nicht richtig beim Namen nennen kannst. Wir haben auch eine gewisse Orion-Energie, was einiges erklärt, weil die Orion-Energie ist ja dieses, die haben ihre Heimat verloren oder mussten sie aufgeben, weil sie dominiert wurden und sie wollen nie wieder dominiert werden. Und genau das ist doch diese Schwingung, die ich hier bekomme. Du willst nie wieder dominiert werden, willst für alle da sein, willst es allen recht machen und möchtest den Menschen eigentlich zeigen, wie toll und wie schön sie sind. Aber du musst halt auch lernen, dir selbst das zu sagen und zu zeigen, weil es ist so, du bist toll und wunderschön und du bist jemand, der Geschenke und Liebe verdient und der bedingungslos Liebe verdient und der nicht immer geben muss, um zu empfangen, sondern der darf ruhig auch einfach mal die Arme offen haben und sagen, ich
Hätte gerne, einfach nur, weil ich es gerne hätte. Und das tun viele Menschen doch auch. Sie kommen zu dir, weil sie es einfach so mögen, dass du gibst. Und genauso darfst du einfach sagen dem Leben, ja, ich möchte auch gerne einfach haben. Und ja, manchmal fühlt man sich komisch, weil man so ist wie, hey, ich kann da nicht einfach nur die Arme aufmachen. Ich muss da was dafür tun. Aber das ist oft eine Konditionierung im Kopf, dass man immer was dafür tun muss, beziehungsweise man sich dann auch rechnet, was muss man tun, wofür, aber wenn man es mal in Relation hält, was manche Menschen tun und was sie dafür bekommen, dass das überhaupt nicht im Verhältnis steht, solltest du einfach sagen, ich bin offen. Ich bin offen für die Liebe des Lebens, ich bin offen für die Geschenke des Lebens, ich bin offen dafür, dass ich selbstständig sein kann und trotzdem auch mich öffne für das Leben, dass es mir Dinge gibt. Und ich bin auch offen, meine eigenen Schattenseiten zu sehen, weil ich nicht immer nur anderen helfen kann, sondern es wird doch mal Zeit, dass ich mich in den Fokus stelle. Und wir schauen jetzt mal in deinen Umschlag, was das Universum dir noch mitteilen möchte, was für Botschaften da für dich drin sind. Ich mache jetzt erstmal auf. Und dann schauen wir mal, was du hier bekommst. Ich versuche es rauszuziehen. Ich habe das wirklich sehr straff, sehr straff hier reingepackt. Und ich habe es hier. Ihr habt die wunderschöne Meerjungfrau, was eigentlich auch schon einiges an Hinweisen gibt. Ja, du siehst das Verborgene, das, was andere nicht sehen. So siehst das Unsichtbare. Du selbst bist aber auch in dem Unsichtbaren oft. Du tauchst in andere Welten und führst auch andere Menschen in andere Welten. Du bist sehr mystisch, du bist besonders. Du bist jemand, der sich eigentlich zurückzieht. Das fasziniert auch einige, weil sie nicht richtig wissen, wer du bist und was du kannst oder was das ist. Du bist heilend, ja, auch sehr heilsam für andere. Wunderschön. Du hörst auf deine innere Stimme. Bist faszinierend. Für manche bist du unheimlich. Ja. Manche können dich nicht richtig einschätzen, wissen nicht richtig, wer du bist, was du tust. Ja, du sprichst deine Wahrheit und du gibst auch deine Wahrheit weiter. Du bist für viele bewundernswert und du hast eine unheimliche Selbstliebe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen Freunde sind für dich unheimlich wichtig. Wir haben das 11. Haus, auch interessant, dass wir hier die Freundekarte drin haben. Das 10. Haus haben wir aber auch. Das heißt, wir haben ja auch die Steinbock-Qualität. Das heißt, wenn du, habe ich ja gesagt, wenn du was beruflich machen willst, kann es sein, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt. Deswegen musst du aufpassen, dass du dich wirklich auch mehr in den Fokus nimmst. Fünfte, das ist das Kind. Fünftes Haus, Kinder. Ja, also dass du dich um Kinder kümmerst und dein inneres Kind, dass du das verbindest, dass du auch deinem inneren Kind Liebe und Zuversicht gibst. Hier haben wir auch nochmal den Rückzug, 12. Haus, ja, dich zurückzuziehen, aber dass du dich, wie gesagt, mehr wichtig nimmst, ja, dass du bei dir bleibst, dass du dich durchsetzt, weil gerade 1. Haus ist die Widderenergie, dass du dich nicht von anderen leiten und führen lässt, sondern dass du selbst leitend und führend bist. Da du ja so anders bist und da Menschen in dir manchmal nicht richtig, dich nicht richtig einschätzen können, musst du nicht beweisen, belegen oder erklären, warum, wieso, weshalb. Du bist einfach du und das reicht. Du musst nichts verändern, du musst nichts anpassen. Du bist schon intuitiv und du bist schon verbunden und du musst nicht irgendjemanden zeigen, ja, dass du anders sein kannst, damit er dich mehr mag, sondern du bist genauso richtig, wie du bist. Und deswegen, du bist bewundernswert, du bist wunderschön, du bist unheimlich mystisch und du bist besonders. Und das sollst du mehr annehmen, akzeptieren und integrieren in dein Leben. Weil jemand, der Verborgenes sieht und der in verborgenen Welten rumschwabbert, der hat was unheimlich Tolles an sich, weil du das siehst, was andere erst noch lernen müssen. Entweder in diesem Leben oder in vielen verschiedenen Inkarnationen. Und du musst das endlich als eine Qualität sehen und als etwas, was du mitbringst, was andere nicht haben. Und das ist etwas, eine Gabe, die du feiern und die du zelebrieren solltest. Und das wird Zeit, dass du das immer mehr machst. Okay, meine Lieben, das war's zu Peil Nummer 4. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Ansonsten habe ich Links zu verschiedenen Themen auf meinem Kanal in der Infobox, alte Seelenreihe etc., meine Webseite mit meinen Angeboten, ein PayPal-Link, falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, einen Link auf meiner Website, falls du es überweisen möchtest, falls du kein PayPal hast, und einen Link zu TikTok, falls du mir da folgen möchtest. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.